Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video spielen Maxified, Julien und ich das Leben unserer Sims 24 Stunden komplett nach. Anders als auf der Version auf dem Hauptkanal ist diese Version uncut. Da wir einige Szenen sehr lange aufgenommen haben und dabei sehr lustige Dinge bei rausgekommen sind, kannst du diese hier in vollen Zügen genießen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und schreib mir gern deine Lieblingsszene in die Kommentare. Es wird crazy. Willkommen zu einem neuen Video und ich muss ehrlich gestehen, das ist, ich glaube, die erste Aufnahme, bei der ich echt nervös bin. Oder ich hatte es schon lange nicht mehr. Ich habe richtig Bauchweh, weil ich sehr nervös bin. Weil alles, was die Sims jetzt tun werden, kann für uns sehr unangenehm werden. Warum uns? Maxify und Julien sind dabei. Ich habe das Haus von Julien irgendwie versucht nachzubasteln. Habe Maxify, Julien und mich aus einer Sims-Bibliothek genommen. Dazu erstmal ein Shoutout an Julia, die den Julien voll gut umgesetzt hat. Und ein Shoutout an Go Miley. Da habe ich mir nämlich Maxi und mich rausgenommen. Habt ihr sehr gut gemacht. Und ab dem Moment, ab dem einer der Sims jetzt aufwacht, wird der Tag starten. Ich werde beobachten, welcher Sims zu welcher Uhrzeit etwas macht. Und das Ganze werden wir dann original 24 Stunden nachstellen. Das heißt, was der Sim isst, müssen wir auch essen. Wenn Julien den ganzen Tag im Pool chillt, muss er es machen. Wenn Maxify mir einer klatschen sollte, muss er es machen. Das heißt, alles, was die Sims jetzt machen, werden wir auch tun müssen. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, denn ihr wisst ja, die Sims stehen auch mal gerne 30 Sekunden im Flur rum. Das bedeutet aber in unserer Zeit 30 Minuten. Deswegen, es wird ein intensives Video. Lasst schon mal ganz viele Daumen nach oben da. Denn das Video wird wirklich anstrengend werden. Und ich würde sagen, das Video beginnt, wenn die erste Person von den Sims aufwacht. Let's go. Okay, die Zeit läuft. Ab dem Moment, wenn die Zeit stehen bleibt, muss der Erste, der von uns aufsteht, auch aufstehen und den Tag beginnen. Deswegen hoffe ich, dass die Sims bitte bis 6... Oh nein, einer ist aufgestanden. Nein, Ju! Okay, okay, okay. Also der Tag beginnt um 3.30 Uhr für uns oder für Ju. Ju muss um 3.30 Uhr früh aufstehen, aufs Klo gehen. RIP. Ju, RIP Ju. Oh mein Gott, scheiße. Die werden mich jetzt schon hassen. Kill all humans. Kill all humans. Schlafe noch, das finde ich sehr gut. Und Max schläft auch noch, finde ich auch sehr gut. Okay, was macht Ju jetzt? Ich hoffe, Ju geht jetzt tatsächlich direkt wieder ins Bett. Es sieht aber schlecht aus, was Energie ist voll. Ah, das heißt, Ju muss um 4 Uhr einfach wach bleiben. Nein, Ju muss Grillkäse servieren um 4.20 Uhr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich mache mir jetzt einen Toast. Okay, es ist noch jemand wach. Maxi ist auch wach. Aber was ist Ju da? Ju isst also einen Toast mit Käse. Und Maxi?
Maxi muss um 4.37 Uhr aufs Klo. Was ein Mist. Holy shit, meine Blase sieht noch gut aus. Oh mein Gott, das wird so ein Abfuck-Video, ich sag's euch jetzt schon. Oh. Grillkäse, oh Mann, Ju. Was ist dein Problem? Das ist nicht authentisch, was ich hier mache. Möchtest du auch eins? Nee, danke. Gern geschehen. Und Ju speist dann seinen Grillkäse. Jack, Pimper. Um 4.50 Uhr. Während Maxify aufs Klo geht. Ich schlafe noch, das ist sehr gut. Oh je, ich glaube, so sieht Ju halt dann wirklich aus. Ne? Schaut's euch an. Ich will auch die gleichen Expressions sehen, bitte. Und jetzt esse ich dieses Toast mit Käse belegt eine Stunde lang. Töte mich. Mein Kalorienbedarf wurde heute schon mehrere Male gedeckt. Ich bin bei 6500 Kalorien. Willst du so machen, dann geht das Licht an? Ja. Ich mache diesen Trick. Strong. Ja, wow. Wow. Magic. Möchtest du auch mal abbeißen? Nee. Das ist bei Netflix. Man bekommt die und die Anleitung und bekommt dann das. Netflix sagt, hier ist das Drehbuch. Wir sagen, say no more. Knu, diese Aufnahmen sind nicht verwertbar. Das darfst du nicht vergessen. Mach mal eine Hotzo-Kontrolle nach. Nein, Drehbuch haben wir ja selber geschrieben. Ja, trotzdem haben wir uns nicht dran gehalten. Das muss ihn. Ein sehr besonderer Mensch. Ah. So. Du musst das jetzt essen, ne? Nee. Steht in deinem Vertrag. Die ist nochmal das Kleingedruckte. Ich kündige. Ich finde jetzt jemand anderen, der es isst. Und tut so, als hätte ich jetzt gerade schon gegessen. Njom, njom, njom. Boah. Ich meine, das ist auch gerade ein Bulim-Video eigentlich. Das ist kein Bulim-Video. Aber das wäre auch eine Idee dafür. Wir machen einen neuen Channel, der heißt Ulien. Da passiert kein gar nichts. Ulien. Nee, Ulien, als würde was fehlen. Statt J, statt B, statt H, einfach Ulien, M. Hurien. Really? Da würde auch was fehlen. Erklär doch, warum ein Buchstabe fehlen besser wäre. Ulien, M. Mhm. Ulien, Am. Am Arsch. Wie sind die auf den Namen gekommen? Julian M. Ja, am Arsch. So, das war lecker. Ich sollte jetzt trainieren gehen, damit ich all diese ganzen Kalorien in Muskeln umwandle. So, Maxi holt sich jetzt auch einen Grillkäse. Okay, also Ju und Maxi essen um 5 Uhr morgens zusammen Grillkäse, während ich noch schlafe. Das finde ich schon mal sehr gut. So. Ah. Hallo. Hi. Schickes Host.
Nur eins? Für dich? Perfekt. Danke. Wie schmeckt es Ihnen? Mahlzeitet es Ihnen? Mhm. Vielen lieben Dank. Mit auch ein bisschen? Nein, das lag auf dem Boden. Wie oft? Mehrere Male. Ein bisschen haarig. Das waren meine Haare. Ich bin innerlich traurig. Runterzugehen und ein bisschen Sport zu machen. Holy shit, ihr seid so am Arsch, Leute. Okay, so, Ju macht um 5.37 Uhr ein bisschen Boxsport. So, und Maxi geht um 6 Uhr morgens laufen. Leute, was ist das für ein Video? Es tut mir jetzt schon so leid. Die beiden trainieren also um 6.30 Uhr, während ich noch entspannt schlafe. Das fühle ich. Scheiße, geil, tut mir so leid. Okay, und Ju hat sich jetzt entschlossen, um 6.40 Uhr Klavier zu spielen. Während Maxi frei auf dem Laufband läuft. Gefällt mir. Wie geisteskrank sind die zwei eigentlich? Und ich bin wach. Ich gehe erstmal pissen und zwar um 6.50 Uhr. Okay. Ich gehe erstmal pinkeln. Der Tag beginnt ganz ruhig, Leute. Alles easy. So, Leute, der Albtraum beginnt jetzt auch für mich. Aber ich habe natürlich nicht so sehr die A-Karte ziehen müssen wie Maxi und Julian. Ich muss jetzt erstmal aufs Klo gehen. So, ich muss wirklich aufs Klo. Es kann schon ein bisschen dauern, gell? Ich muss so richtig hart einen abseilen, dass du Bescheid weißt. Es dauert halt wirklich in Real Life. Echt? So lange scheißt du? Ja, ich lasse mir schon Zeit beim Scheißen. Du musst eigentlich unten sein. Mir kann es echt, also 7 Uhr ist echt in Ordnung. So, erstmal runterspülen, weil die Jungs nicht runtergespült haben. Dann aufs Klo gehen. Ich bin schon wieder angespannt und aggressiv. Ich muss jetzt aufs Klo und ich hoffe wirklich, dass es nicht zu lang dauert. Also halt dich schon mal bereit, dass du die Kamera halten musst. Das ist weird, ne? Die Soundeffekte ausstellen, bitte. So, und die beiden Süßen hier. Ju spielt um 7 Uhr Klavier und Maxi läuft noch auf dem Band. Ich kann nicht mehr. Mach weiter. Okay, für dich immer noch. Danke dir. Oh. Ich spring so lang, wie du willst. So, mal gucken, was ich jetzt mache. Ich glaube, mein Sim wird jetzt erstmal essen gehen.
Ich bin jetzt echt richtig daueraggressiv. Habe ich meine Tage oder was ist los? Ich bin so richtig grumpy. So, alles scheiße. Ich habe noch nie so leise gepinkelt. Aber es war erfolgreich. So, und laut Plan muss ich jetzt runter einen Toast essen gehen. Es ist einfach viel zu früh. Hier ist jetzt mein Toast. Das Problem ist, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde warten, bis ich ihn eigentlich essen darf. So. Ich darf den Toast essen. So, und das Geile ist, ich muss den Toast jetzt auch wieder eine halbe Stunde essen und eigentlich liebe ich es, wenn ich früh Kaffee trinken darf. Den darf ich jetzt noch nicht trinken. Und er schmeckt einfach nur schrecklich. Unten wird immer noch gelaufen. Maxi, gibt es sich noch? Oh, Maxi hört auf. Maxi hört auf. Maxi hört auf. Maxi ist jetzt eine Stunde joggen gegangen und er geht jetzt ein Glas Wasser trinken. Warum mache ich das Ganze hier? Okay, Ju will jetzt mit mir plaudern. Sagt aber, dass Maxify stinkt um 8 Uhr morgens. Du Hunde, Bundesdoppel. Duschen, du, bla, warm, kalt, kam, kalt. Ach, jetzt unterhalten die beiden sich erstmal auf dem Bett um 8.30 Uhr morgens. Da hat man natürlich Bock drauf. Ja. Was haben wir das, ne? Das ist ein Wunderaugen. Lokampro, Finden da. Finnland, oh, Grönland, oh. Oh. Glas, Reflex, Ich gehe jetzt Elektroniker hören. Nein, bitte nicht. Nein, nein, ich will das nicht machen. Hör auf. So, Toast ist gegessen. Jetzt kommt das Allerschlimmste. Ich muss jetzt eine halbe Stunde auf beschissene Musik tanzen. Das wird cringe. Und ich habe gar keinen Bock. Kinder, jetzt zeige ich euch, wie ihr jeden in der Disco rumkriegt. Ist nicht angesteckt. Okay, imaginäre Musik. Das mache ich jetzt 10 Stunden, Leute, ne? Und die Hüfte kreisen. So. Das dürfen wir jetzt eine halbe Stunde machen, Leute. Ist doch geil. Wir müssen auch übrigens Hardcore-Musik hier untermalen. Du darfst jetzt die Kamera abstellen und machst einfach einen Zeitraffer. Ich mach das hier, ist gar kein Problem. Okay, um 9 Uhr morgens höre ich Musik und wiggle dazu. Ich hoffe, die wiggelt jetzt nicht gleich ab. Okay, mir geht's endlich wieder gut, ich habe Spaß. Ja, ja, das fühlt sich doch gut an. Okay, was mache ich jetzt? Tanzen. Nein, ich tanze jetzt gleich, ich will nicht. Und die reden immer noch. Und Ju macht einfach random Liegestütze. Bene vidi vici. Oh. Ah.
Mo. Ach, Das ist so cringe. Oh, Maxify sitzt einfach nur da und guckt komisch zu. Um 9.27 Uhr und dann steht er auf und freut sich und setzt sich wieder hin und redet weiter. Okay, interessant. Au, 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 au. So weird. Mm. Du 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 Und ich? Ich wiggle ab zu dummer Musik um 9.30 Uhr. Scheiße, das wird richtig peinlich, das Video. Ah. Maxify stinkt immer noch. Maxify darf sich nicht. Oh Gott, Chu trinkt aus Maxis Glas. Maxi darf sich nicht duschen nach dem Joggen gehen, ne? Müssen wir nochmal hier ganz hart. Ach, er räumt auf, okay. Müssen wir bedenken, Maxi darf nicht duschen. So, Chu räumt auf, darf unser Geschirr spülen um 10 Uhr morgens. Chu ist voll am Aufräumen hier. Ich bin auch ein Mann. So Leute, ich habe so Durst, aber das Schlimme ist, ich darf nichts trinken. Weil mein Sims trinkt erst um 15 Uhr. Nee, wann trinkt der Kaffee? 17 Uhr? Ich habe keine Ahnung. Aber ich trinke kein Wasser heute. Toll, gell? Scheiß Video. So, Maxify geht jetzt duschen um 10.14 Uhr. Ich gehe duschen. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Ja. So, Chu wäscht ab um 10.22 Uhr. Halt einfach nur rum. So, Max ist fertig geduscht und hat sein schönes Kleid an. Was macht er jetzt? Er will mit mir reden. Sehr gut. Bitte hindere Knu daran, weiter dumm rumzutanzen. So, Chu ist planlos. So, und Chu? Chu hat einfach keine Aufgabe. Chu möchte auch mit Maxi reden. Thank you.
jetzt um 12.30 Uhr tanzen wir alle dumm vor dem, vor dem Gerät rum. Ihr müsst es fühlen, Leute. Ihr müsst es fühlen. Fühl es mehr. Mm, yeah. O-A-I-U-A-I-U-A-I. Das ist das cringeste Video, was ich jemals machen musste, Alter. Ich dachte, ich glaube, wie ihr. Ihr müsstest, du musst abgehen. Dein Sim ging voll ab. Du bist so richtig Robot-Dance und so gemacht. Wir waren so richtig. Roboter-Tanz. Ja, wir haben so richtig dumm getanzt. So. Ihr müsst mal abgehen. Du, fühl es. Fühl es. Mehr tanzen, mehr tanzen. So. Mir fällt nichts mehr ein. Das ist einfach nur scheiße. Ich mache dieses Video nie wieder. Nee, ihr liked nicht viel. Es beansprucht den ganzen Tag. Bitte like, damit wir es nie wieder machen müssen. Den ganzen verfluchten Tag, Leute. Oh, ich spiele auch nie wieder Sims danach. Ich hab Spaß. Was sind wir denn? Weißt du, was machst du? Du machst jetzt mal Maxi an, als wäre eine Frau im Club. So würde ich dich anmachen. Der ist am Halsmacken. So eine Heizung. Weiter tanzen! Weiter tanzen! Okay, Drew, du musst jetzt aufräumen. Du musst aufräumen! So, was geht jetzt hier? Aufwischen. Drew hat voll den Putzzwang. Voll der Fleißige. Und ich? Nein! 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 Bitte nicht! Bitte nicht! Ich! Nein! Oh mein Gott! Nein! 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 Warum ich? Nein! Nein, scheiße, ich bin gefangen in meinem eigenen Körper. Scheiße. Scheiße, okay, Leute. Ich habe jetzt die größte Arschkarte von allen, weil es regnet wie im Spiel und ich muss jetzt in diesen verdammten Pool. Und im Spiel hat es auch geregnet und es ist kalt. Okay, let's go. Wir haben gesagt, unter allen Bedingungen, also raus. Ist eigentlich schon geil. Wenn es jetzt nicht blitzt, kann ich mir schon vorstellen, hier noch ein bisschen länger zu bleiben. Ja, ich bin jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde. Lass mich mal floaten jetzt. Es kommt nicht alle in den Pool, Mann. Scheiße. Haha, Fluffy. Die Erlösung. Chu geht jetzt an den Grill. Was grillt er? Chu grillt Würstchen, also Hot Dogs. Das heißt, wir müssen Hot Dogs kaufen für den Scheiß.
Oh, Alter. Vorsicht, es rutscht hier. Es regnet. Und jetzt muss ich Hotdogs machen auf dem Steinofen. Das macht irgendwie in zwei Punkten schon sehr wenig Sinn. Was mache ich hier? Wir essen das gleich noch, ne? So, dann warten wir mal ein bisschen. Ja. Hier, guck mal, sieht doch gut aus. Ich muss rausnehmen. Nee, jetzt kommt rein. Bisschen nass geworden, ne? Ist ja nicht schlimm. Der Chu fühlt sich unwohl und isst jetzt seinen Hotdog um 16 Uhr. So, fertig. Essen ist fertig. Vorsicht. Rutschig, sehr, sehr rutschig. Vor allem mit den Sardinen. Hier, setzen wir leider draußen. Hier. Aber die Wurst ist ja noch roh und nass. Hm, lecker. Du musst auch essen. Boah, was heißt gerade, meine Güte, boah. Ja, jetzt bin ich wach. Ist so trocken, ne? Hätte ich ein bisschen Soße drauf tun können. Sparen, ne? Geld sparen, ne? Ich verstehe, okay. Wir machen ja mal Gehirn. Nee, danke. Hey! Hm? Wow, das ist mega heiß. So trocken und heiß. Oh, heiß. Das ist alles. Das ist auf dem Boden. Ja. In Asien damals haben wir nur so gegessen. Ein bisschen Regen noch nehmen, ist noch zu trocken. Mhm. Ich mache noch einen Kaffee, ey, das bin wirklich ich. So, okay, ich ziehe mir einen Kaffee rein, das bin wirklich ich, das fühle ich. So Leute, frisch angezogen, weil es so kalt war vom Pool. Darf ich mir jetzt endlich einen Kaffee gönnen? Da habe ich so lange drauf gewartet, weil ich durfte ja früh keinen zu mir nehmen. Und da freue ich mich jetzt mega drauf.
Endlich. Das rettet meinen Tag. Kann ich den jetzt wegnehmen oder? Okay, geil. So, geil. So, jetzt trinke ich meinen Kaffee. Das kann eine Weile dauern. Und dann darf ich mit Ju an die Stereo nochmal. Exquisit. Okay, ich chill mit meinem Kaffee unten. Während die WES geht. Maxi muss dann draußen stehen, einfach um 16.45 Uhr. Hm. Ja. Ja. Hm. So, Ju danced und ich mache wahrscheinlich schon wieder mit. Ey, dieses dumme Ding, ne? Und der Ju fühlt's halt richtig, ne? Oh! Ich stehe wirklich nur so da und guck mich an. Ich stehe wirklich nur so da und guck dich an. Ich mach nichts anderes. Mehl. Reicht? Ja. Okay, Maxi will schon wieder einen Hotdog nehmen und weiß nicht, ob er doch einen will. Es geht jetzt schon eine Stunde. Geht sich jetzt doch einen holen, wird wieder merken, es regnet. Holt sich jetzt schon wieder, als holt er sich jemand einen, ist im Regen draußen um 18 Uhr. Ah, ich habe mich gerade extra umgezogen. Jetzt darf ich schön einen Hotdog essen. Draußen. Mmh. 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 So lecker. Mmh. Ein Traum. Und gar nicht trocken. Mmh. 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 Sehr lecker. Ich kann es kaum runterschlucken. Wir müssen es auch essen. Hm? So, Maxify ist um 18.30 Uhr draußen im... Oh mein Gott. Maxi muss um 18.39 Uhr furzen. Mmh. Sehr lecker. Mmh. Mmh. Danke, Blue. Gern geschehen. Du denkst an meine gesunde Ernährung, ne? Ich merke das schon. Mmh. Mhm. Au. Oh. Mhm. Ich brauche meinen Juice. Mhm. Schmeckt besser damit. Du kündigst danach auch deinen Job, oder? Das ist halt so insane trocken, ne? Alles verklebt. Ich glaube, ich brauche ein Stück Wasser, no joke. Mm. Mm. Mhm. Oh, danke. Danke für das leckere Essen. Ach du Scheiße. Okay. Ju zieht sich einen Kaffee. Handy aus, sonst Bierkasten, ne?
Was war nochmal mein Skript? Du sitzt jetzt einfach da und musst deinen Kaffee schlürfen 10 Jahre lang. Ah ja. War nur eine rhetorische Frage, damit die Leute wissen, dass das Skript. Das darfst du jetzt, glaube ich, 20 Minuten machen. Wow. Der war heiß. Ja, war so ein bisschen milchig. Nee. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kinda like to me. Trinkt ihr viel Kaffee? Schreibt es gerne in die Kommentare, das interessiert mich aber gar nicht. So, jetzt machen wir einfach mal 2-3 Minuten. Mach, was du Bock hast. Okay. Gut, dann würde ich erstmal an der Stelle einfach den Kameramann verprügeln. Nicht, ich wollte gerade noch sagen, nicht auf den Tisch hauen. Ja, okay, 2 Minuten, worauf ich Bock habe. So, dann nutze ich die Zeit, einfach mal zu scheinen ein bisschen, zu scheinen. Ja, Glow Up, Grading, Sonne, Uncut sagst du, ne? Ist nicht Uncut. Siehst du die Effekte nicht? Ja, siehst du? Wer macht den Schnitt? Barney. Barney, du weißt ganz genau, ne? Hier, Lens Flare, Bam Bam, Grading, so auf. Du musst dort Gold sein, nicht gelb, Gold, ja? Musik, leichter Drive, nicht so overused Musik. Epidemic ein bisschen nach Neueste sortieren. Nichts Quirky-mäßiges. Jugendlich auf jeden Fall. Vom Soundbild her. Und atmosphärisches Sounddesign-Bild noch drunter legen. Und ja. Gut, gut, gut. Fände cool, wenn hier so an den Seiten noch textmäßig bamshow.de durchläuft. Cool, 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 cool. Mit Schatten, ja. Nicht zu harten Drop Shadow. Am besten mit Abstand von so 3 Pixel. Eine Opacity von 70%. Gut, da sind wir schon mal angekommen. Bei einem sehr, sehr geilen Look, liebe Freunde. Meine Augen bitte größer machen. Mein Mund ein bisschen kleiner machen. So auf asiatisch. Und jetzt das Ganze nochmal dubben. Weh, der Julian sieht jetzt nicht, wie viel Aufwand das dahin war. Nein, Quatsch. Alles gut. Ich weiß, dass es zu viel Arbeit ist für dich, Barney. Ne? Ist okay. Ein bisschen enttäuscht an der Stelle, dass du nicht machst. Achso, du hast es gemacht, dann bin ich wirklich, bin ich herzerwärmt. Ey, dieses Video hat, ich habe noch nie so viel Scheiße gelabert wie an diesem heutigen Tage. Vielen lieben Dank. Es ist wie, so therapeutisch, das Ganze. Ich auch. Lass uns deinen Kaffee fertig schlürfen und dann geht's auf. Dann muss ich meinen Hotdog essen. Ja. Der Kaffee ist ausgetrunken. Willst du wirklich, dass ich ihn einmal komplett austrinke? Ja, das macht dein Sim auch. Aber soll ich das nicht einfach dem Thomas einmal einschütten? Nein. Okay, dann machen wir das jetzt so. Ich knall mal noch ein bisschen Hafermalz drin. Holy shit, was war das? Oh mein Gott! Fertig? Ja. Ach scheiße, okay, dann muss ich jetzt meinen Hotdog essen. No! Und ich habe auf jeden Fall Bauchschmerzen jetzt. Vielen lieben Dank. Du wirst schön kacken heute. Und ich hole mir jetzt endlich auch um 19 Uhr einen Hotdog. Na, also, geht doch. So Leute, ich habe jetzt auch leider das Pech, dass ich diesen Hotdog essen muss. Ich habe gerade schon probiert, schmeckt halt überhaupt gar nicht. Aber let's go. Und ich wette, ich esse schneller als die anderen beiden. Schmeckt gar nicht so schlecht. Mmh. Das war dann für heute auch meine einzige Mahlzeit noch. Mhm.
So, fertig. Und das Schöne ist, jetzt darf Maxi ganz lang in den Pool. Oh, Maxi geht raus in den Pool um 19 Uhr. Das begrüße ich doch wirklich sehr im Regen auch noch, Alter. Ey, wenn es im echten Leben regnet, ich werde so lachen, ne? Ich war extra eben duschen. Ich war wirklich duschen und jetzt darf ich wieder reingehen und danach wieder zu duschen. Ah, perfekt. Ah, halt. Warum tue ich mir das an? Warum hat das mein Sims gemacht? Mein Sims? Oh Mann. Ha! Ah, wie schön! Oh! Ja. Oh! Ah, perfekt! Ja, bis später, ne? Ja. Ja, 3 Stunden, ne? 3 Stunden bleibe ich jetzt hier. Ja, warum nicht, ne? Ist ja angenehm. Danke. Das kannst du dich vielleicht mal auf die Luftmatratze drauflegen und dann machen wir nochmal von einer anderen Perspektive nochmal ein bisschen. Soll ich mich da drauflegen? Chu spielt jetzt Gitarre um 20 Uhr. Maxify ist immer noch draußen um 20.09 Uhr. Ja, es kommt noch Luft drin, dank nur, weil sie so fluffig ist. Shit, ich gehe unter. Und Ju will mich wieder voll labern. Okay, Chu labert mich jetzt voll. So, wir unterhalten uns auf meinem Bett über Dinge. So, ich freue mich so, weil jetzt kommt Chu und muss mich eine halbe Stunde zulabern. Eine halbe Stunde! Okay, erzähl mal. 2021 ist das Jahr des Löwens. Denn auch dort werden mutige Menschen neu geboren. Vom Nirvana gesandt zu uns als Stärkung für die schwierige Zeit, die Gnu durchlebt. Das stimmt, liked meine Videos. Und sonst so? Ja, wir haben noch einiges vor uns. Du musst mich jetzt eine halbe Stunde voll labern. Maxi ist immer noch im Pool. Und danach darf ich endlich baden gehen, da freue ich mich drauf. Das Einzige, worauf ich mich heute freue, ist einfach nur baden gehen zu dürfen. Und ich muss nachher noch meinen Kaffee trinken gehen, das ist das Allerschlimmste. Und zum Baden nehmen wir die Zuschauer natürlich mit. Ja, natürlich. Da freut ihr euch bestimmt drauf. Richtig.
Ja, jetzt laber mich einfach voll. Wir haben ja noch 29 Minuten. Wir reden aber jetzt nicht 29 Minuten lang. Doch. Echt jetzt? Das ist ein Podcast. Jesus oder Christus? Oder? Stronge Antwort. Immer die goldene Mitte. Was ist deine Meinung zu Pinguinen? Süß, aber die Tollwut haben. Süß, aber die stinken brutal. Wenn sie Tollwut haben, sind sie noch nerviger. Und ihr so? Ihr müsst wissen, wir haben 16 Stunden akut geredet. Also heute war echt ein strammer Tag. So wie der stramme Max, ein Gericht mit Toast. Ich bin wirklich am Ende. Ich bin wirklich langsam am Ende. Ich kann nicht mehr. Wir sterben gemeinsam. Ja, und in diesem Video. Und wir haben heute nur Scheiße essen dürfen. Aufgrund von diesen Kacktoast, den Hotdog, Kaffee. Das ist der Härtetest. Wenn wir morgen nicht krank sind, dann sind wir sehr stark. Wie findest du das Poster da oben? Weißt du, wer es ist? Ja, irgendwie kommt es mir bekannt vor. Shakira. Fast. Lady Gaga. Scheiße, echt? Aber machen extremst ähnliche Musik. Aber sieht der ähnlich, Mann. Jorgit. Wie findest du das Bett hier? Kann man das den Jungs zumuten? Ja, ich find's geil. Ist sehr, sehr, sehr genehm. Mhm. Willst du mir dein Tinder-Profil zeigen und ich zweifle dich? Auf gar keinen Fall. Ich hab richtig Bock, komm mal dein Handy raus. Nee. Komm. Ey, mein Handy ist aber unten. Oh Mann. Du kannst mir Tipps geben. Die Fotos waren gut, ne? Die Fotos waren gut. Aber wie du schon gesagt hast, finde ich sehr kritisch, weil es immer sehr dazu verlockt, nur aufs Aussehen zu gehen. Und ich finde, viele Menschen sehen auf Fotos nicht so gut aus wie in echt. Und ein Mensch wirkt halt wirklich erst so richtig krass, wenn du ihn vor dir hast und er dann lacht. Und ja, was soll ich denn ändern? Durch Anruf, durch den Videos hochladen? Nee, das nicht. Aber ich finde halt teilweise es schöner, wenn man jemanden einfach so durch Partys, Events oder sowas kennenlernt, weil halt manche haben so einen Charme. Das ist Corona. Ja, dann halt jetzt. Es ist ja immer noch Corona. Ich habe meinen Freund vor Corona kennengelernt. Ja, cool, Glückwunsch. Ich habe deinen Freund nicht vor Corona kennengelernt. Also, sondern auf Tinder. Ich weiß, was du meinst. Ich finde ja Tinder auch okay. Ich kenne ja viele, die da auch sehr lange Beziehungen jetzt schon durch hatten und glücklich sind, weil du halt einfach schon mal kategorisieren kannst, nop, auch von dem, was im Profil steht. Uri, ist das schlecht? Nein, gar nicht. Ich finde es voll in Ordnung. Ich finde es einfach nur, ich kann jeder machen, wie er will. Ich meine, ich hätte schon das auch installiert, hätte ich keinen Partner. Ja. Es ist 22 Uhr und Maxify ist immer noch im Pool. Ist wieder nicht gut? Ja. Das freut mich nicht. Warte. Filmst du schon? Ja. Schon den ganzen Tag im Pool. Die freue ich nicht mehr. Da ist einfach keine Luft mehr drin. Hilfe! Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Ey, ich habe eine coole Idee. Ja? Mach deine Insta-Story am Rand mit dem Teil. Meinst du? Ja, das kann man, denke ich, auch gut reinpacken. Ich glaube, das kann man nicht weiter so machen. Ah. Kriegst du das entsperrt mit den nassen Händen? Mit deinem Gesicht. Achso, das ist falsch rum. Ah ja, stimmt, sag ich nicht. Meinst du, deine Story machen? Ja, mach einfach. Oh, das war fast ein Glück. Das ist scheiße rutschig. Ist ja Gott sei Dank wasserdicht. Ah, ja, stimmt. Hoffentlich.
Da man sieht gar nichts. Ich krieg Rücken. Oha. Kennt ihr das, wenn man einfach den ganzen Tag schon im Pool chillt? Ist das anstrengend. Oh Gott. Ich versuche einmal so zu treiben. Vielleicht sonst den geschaut, weil ich springe jetzt kurz ab. Warte. Bereit? Ja. Ich stoß mich ganz ab. Und go. Nice. Meine Füße. Komm ich überhaupt vorwärts, ne? Oh, nicht wirklich. Wir brauchen jetzt gleich einmal Rage. Dann haben wir, glaube ich, vier Sachen durch. Ja, also so zu sitzen. Bitte? Ich schrei, glaube ich, einfach Gnu, was das für eine scheiß Idee ist. Ja. Was ist das für eine scheiß Idee? Gnu! Was ist das für eine Scheiße? Warum? Warum? Ich will hier raus. Voll angenehm hier drin eigentlich. Das zwickt ganz schön an den Bolz. Bitte? Das ist wohl meine angezogen. Das ist eigentlich die von meinem Bruder gewesen. Jetzt erklärtest du eigentlich. Ja, jetzt ist es. Wow. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Es ist mir egal. Danke, Gnu. Wie lange darf ich jetzt drin bleiben? Den ganzen Tag, ne? Nacht. Ich bleib die ganze Nacht hier. Warte. Komm, komm, komm. Oh, cool. Was du genug gerade macht? Ha. Geiler Shot. Ich geh langsam runter. Maxify ist eingeschlafen. Nein, Maxify schläft wirklich im Pool. Scheiße. Ich habe mich irgendwie mit Ju gestritten und ich gehe jetzt baden. Geil, ich gehe baden. Ich gehe um 23.30 Uhr baden, Mann. So, es ist jetzt Zeit für mich aufzustehen. Ich muss jetzt noch 10 Minuten rumhocken. Du bleibst einfach hier. Bis später. Ich habe keine Freunde. 10 Minuten. So, Leute, da die anderen jetzt noch drehen. Ich muss jetzt baden. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf das Bad. Aber mein Tag ist ja leider noch nicht rum. Ja, aber es gibt Schlimmeres, ne? Ich hasse dieses Video jetzt schon. Das dauert mir zu lange. Chu sitzt jetzt irgendwie rum und dehnt sich. Gnu heißt ab heute Märtyrerin. Warte, warte. Der war so leise, dass man nicht gehört hat, aber ich sehe Jan einfach in der Kamera, wie er auf einmal danach anfängt zu grinsen. Ich hol mir einen Kaffee um 1.30 Uhr. Scheiße, es kommt was raus. Ich wollte eigentlich jetzt keinen Kaffee mehr trinken, weil ich bald pennen kann. Verdammt! Nein, aber das sieht aber irgendwie komisch aus. Da kommt ja nur Wasser raus. Oh mein Gott, ich werde... Naja, verdünnter Kaffee ist ja schließlich gut. So. Ach du Kacke, ey, konntest du so richtig wässriger.
Es ist einfach Wasser mit bisschen Kaffee, ne? Warm. Oh Gott, ey. Ja, Chu ist endlich müde. Chu geht schlafen. Yes, Chu geht schlafen, endlich. Ja. Um 3 Uhr morgens. Er war wirklich 24 Stunden wach, ne? Er war wirklich 24 Stunden wach. Holy shit. So, das war's. Ich kann mich nun verabschieden von diesem Video. Tatsächlich habe ich überlebt. Und dafür sollte es einen Daumen nach oben geben. Eventuell mehrere. Thomas guckt mich gerade an, als würde er mich gleich von hinten nehmen wollen. Ey, okay. Komm schnell rein. Sag mal im Video. Was soll ich da sagen? Sag deinen richtigen Namen. Nee. Ich lege mich jetzt schlafen. Vielen lieben Dank nur für diese Möglichkeit, auf diesem Kanal als Protagonist zu starren. Es war die Hölle, liebe Freunde. Ich bin auch nicht müde. Ja, geh schlafen, Mädel. Komm. Girl, geh schlafen. Nein, nichts essen, bitte. Nein. Ich räum's auf. Gut. Oh je, Mini. Das wird mir jetzt gleich alles runterfallen. Ich will nicht mehr. Holy shit. Oh Gott, wenn ich jetzt runterfall, wird es richtig peinlich, ne? So, einräumen muss ich das jetzt aber auch, oder? Mann, ey. So, aber 24 Stunden sind jetzt rum, theoretisch. Das wird die ätzendste, anstrengendste Folge überhaupt. Ich habe jetzt nicht eingegriffen. Ich habe die wirklich machen lassen, was sie wollen. Das heißt, wir werden wirklich 24 Stunden fast durchmachen. Ich kann euch nicht sagen, Leute, wie sehr ich mich freue, heute schlafen gehen zu dürfen. Der Tag gestern war schon übel. Der Tag heute ist einfach heftig. Und ich möchte einfach nur schlafen. Wirklich, ich bin am Arsch. Da passt gar nichts mehr rein. So, hat keiner gesehen. Der Teller passt nicht mehr. So. So, dummes Knu, kannst du mal endlich schlafen? Maxi schläft auch. Nein, ich gehe jetzt noch. Alle schlafen. Außer ich. Du gehst schlafen, weil der scheiß Kaffee noch zieht. Weil ich im Koffeinrausch bin. Und dann um 5.40 Uhr wird noch getanzt. Yeah, Leute, das ist der Groove. Ich mache mir meinen Opa nach. Maxi ist noch im Pool. Maxi ist noch im Pool, Alter. Egal, ich mache meinen türkischen Opa. Der wusste, wie man tanzt. Die Sims bleiben ganz schön lang wach, wenn man es mal so sieht, ne? Und ich tanze jetzt noch dumm vor der Stereoanlage rum. Geil. Meine Güte, ey. 7 Uhr morgens. So, 24 Stunden sind rum. Ich habe noch 2 Stunden dumm rumgetanzt. Ich gehe immer noch nicht schlafen. Kein Kaffee mehr. Alle anderen pennen. Maxi ist aber auch wieder wach. Maxi kocht jetzt. Aber das ist egal. 24 Stunden sind hiermit beendet. Jetzt setzen wir den ganzen Shit um. Und ich muss sagen, mir tut tatsächlich Maxi mit am meisten leid. So, Leute, es ist endlich geschafft. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Video so aufwendig ist. Es hätte keiner von uns gedacht. Wegen meinem Video sind alle anderen total im Verzug. Wir haben den ganzen Tag gedreht. Unfassbar viel. Natürlich ist da auch immer wieder kurz eine Pause drin. Aber trotzdem, es war einfach insane. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ganz viel Daumen nach oben da. Und ja, wir lösen jetzt mal Maxi. Weil selbst Pool ist zwar beheizt, aber wir haben es echt geschafft. Ich bin mega happy und ich mach's nie wieder. Maxi, du bist erlöst. Maxi, komm raus jetzt. Ich bleib hier drin. Ich bleib drin.